Meine liebe feiernde Gemeinde, die Lesungen heute zeigen uns, wie zwei Weltanschauungen aufeinander prallen. Eine völlig irdische und eine, die über dieses Irdische hinausschaut, bis hin ins ewige Leben. Und das ist eine Auseinandersetzung, die es immer geben wird und in die wir Christen hineingezogen sind und auch die Kirche hineingezogen ist. Die erste Lesung aus dem Weisheitsbuch, also lang vor Christus, gibt das schon wieder. Und wir wissen, dass es eine der Knecht Gottes Weissagungen sind, die sich dann fast wörtlich im Leben Jesu ja erfüllt haben, dass er den Gerechten aufgelauert hat. Aber es ist so, dass man diese Lesung eigentlich noch ausführlicher lesen müsste. Was wir heute in Kürze gelesen haben, ist fast zu wenig, weil es die Point nicht ganz darlegt. Es ist so, dass die Leute den Gerechten nicht wollen, weil er unbequem ist und ihnen vorwirft, dass sie das Gesetz übertreten. Das verstehen wir alle noch. Und vielleicht ist es gerade die Christen insgesamt, aber vielleicht auch die Kirche da und dort immer unbequem, weil man sagt, was man nicht darf und was das Gesetz verbietet. Aber in der ganzen Langfassung der Lesung kommt es vor, dass es eigentlich um den Tod und seine Deutung geht. Und da weiß dieser Gerechte auch nichts, wie Sie sagen. Für das Ende gibt es keine Arznei, heißt es im langen Text. Und er prahlt sich, Gott zum Vater zu haben. Und keiner hat aber ist auferstanden von den Toten und kann uns etwas sagen. Und die Folge ist, weil wir über den Tod nichts wissen und auch danach, lasst uns leben und das genießen, was uns die Welt heute bietet. Eine allgemeine Situation eines Lebensweise, dass man alles auskostet, was die Welt einen gibt. Und das ist die Auseinandersetzung mit dem Gerechten, der ihnen unbequem ist. Und die Folgen sind sogar so, das sollte man eigentlich ganz konkret für heute auch anwenden, sie sagen, mit unserer Kraft stellen wir fest, was Gerechtigkeit ist. Also offenbar mit einer Mehrheit. Und dann steht auch dort in dieser längeren Fassung dieses Lebens, dieser Lesung, dass das Schwache unnütz ist. Nach der irdischen Auffassung ist das Schwache, das der Gesellschaft nicht nützt, der Wirtschaft nicht nützt, unnütz. Ist das nicht sehr aktuell eigentlich, diese Worte, auch bis heute? Er prahlt sich, Gott zum Vater zu haben und hat uns doch keine Arznei für das Leben danach gegeben. Mir kommt vor, dass in dieser Lesung, also allgemein die Auseinandersetzung zwischen irdischer Lebensdeutung und natürlich dem Blick darüber hinaus in das Jenseits zum Ausdruck kommt, aber gleichzeitig auch immer eine Herausforderung der Kirche. Und wenn wir heute dann auch nachher, es wurde schon bei der Einleitung gesagt, über das Konzil reden, 50 Jahre danach, dann haben wir dort erlebt, dass auf einmal dieser Papst Johannes der 23. ein Kirchenbild wollte, das nicht weniger verlangt, aber menschlicher verlangt. Die Kirche war für viele, vielleicht ist es bis heute auch noch, das ist unsere Schuld, so etwas, eine Gebote-Religion und eine Verbote-Religion und alles, was schön und lustvoll ist in diesem Leben, ist schon bald nahe an der Sünde. Die Kirche nach dem Konzil will keine Gebote-Religion sein in dem Sinn, sondern mit der Welt in den Dialog eintreten. Und die Kirche nach dem Konzil, das wollte der Papst, ist nicht im Gegensatz zum Irdischen, das eigentlich verteufelt ist. Nein, die Welt ist die Welt Gottes und ist gut. Sondern das Konzil wollte, dass die Jünger Jesu Christi sich ganz hineinmengen in diese Welt, nicht vis-à-vis stehen und gegenüber, sondern mittendrin. Und dort Freude und Hoffnung und Trauer und Angst mit allen teilen, aber ihnen auch helfen und ihnen dienen. Das ist die Kirche nach dem Konzil, noch längst nicht ganz verwirklicht, aber das sind die Wege, die uns das Konzil gewiesen hat. Bei der Lesung aus dem Jakobusbrief, wo von der Weisheit von oben die Rede ist, also die vielfach natürlich uns fehlt,
Diese Beschreibung dieser Weisheit von oben hat mich fast an die Persönlichkeit des Johannes den 23. erinnert. Nach diesem hehren, großen Pius dem 12., der fast unnahbar gewesen ist, kommt ein Mensch so ganz aus dem Volk, ein Mensch, der gerne gelebt hat und auch die Freuden dieses Lebens genossen hat, der aber tiefgläubig gewesen ist und der Kirche auf einmal ein menschliches Antlitz gegeben hat, eine Hoffnung gegeben hat. Übrigens interessant ist ja, dass in dieser Zeit, damals in den 60er Jahren, zwei Hoffnungsträger da waren. Das war politisch der junge John F. Kennedy, ein junger Politiker mit einer ganz neuen Art der Politik. Was hat er im Kalten Krieg für Hoffnungen geweckt? Und auf der anderen Seite in der Kirche ein alter Mann mit 77 Jahren, der aber nicht nur der Kirche, sondern der Welt Hoffnung gegeben hat. Man sieht, dass dieses Hoffnung geben nicht vom Alter abhängt, sondern von der inneren Haltung und von der Gottverbundenheit, auch beim Papst. Und im 63er Jahr sind sie beide übrigens im selben Jahr gestorben. Ja, wenn ich an diesen Johannes den 23. denke, den ich sogar öfter besuchen durfte mit dem Kardinal König, dann kommt mir vor, dass es eine Beschreibung ist. Die Weisheit von oben. Friedlich, freundlich, voll Erbarmen, unparteiisch, nicht heuchelnd, Friede wirft vor Gott und den Menschen. Das war der Papst, der der Kirche ein neues Bild gegeben hat, ein menschliches, und auch dieses Erbe weitergegeben hat. Heute die Kirche, und die kommt eigentlich dann im Evangelium vor. Manchmal glauben wir ja, und es geht wieder zurück auf das, was in der ersten Lesung gesagt worden ist, wir prahlen uns und rühmen uns, die Erkenntnis zu haben, die über das Irdische hinausreicht. Und das stimmt in der Botschaft Gottes, in der Heiligen Schrift, in der Gott selber zu uns spricht. Aber leben wir immer danach? Das Evangelium gibt eigentlich eine sehr drastische, andere Antwort. Der Herr sagt seinen Weg nach Jerusalem voraus, der ein Weg zum Leiden sein wird. Er wird ausgeliefert, aber dann auferweckt. Und das haben die Jünger nicht verstanden. Und wir wissen aus anderen Stellen, dass sie sich vor dem Leid gefürchtet haben. Nein, das Leid ist nicht etwas, was anzustreben ist. Also auch den Jüngern ist dieser Gedanke über den Tod hinaus eigentlich noch fremd gewesen. Da verstehen sie ihn nicht. Auf der anderen Seite hat die Kirche nicht gerade die Aufgabe, ganz in dieser Welt zu stehen, aber dennoch den Menschen auch zu deuten, wohin dieses Leben geht, eine Arznei zu geben für das Ende, das in der ersten Lesung die Menschen vermisst haben. Nicht der Gestalt, wie es früher vielleicht gewesen ist, dass man allzu leicht auf das Jenseits vertröstet und damit die Armen arm sein lässt. Nein, dass man alles tut, schon in dieser Welt, aber gleichsam in dem Sinn, dass hier die Ewigkeit und das Reich Gottes schon hier anbricht. Ein Stück Himmel schon da ist. Den Himmel drüben kann nur der erkennen und ersehnen, der weiß, was Himmel ist. Die Heimat drüben kann nur einer ersehen, wenn er hier schon etwas vom Stück der Heimat erlebt hat. Und Heimat ist überall, wo Menschen im Geiste Jesu Christi leben. Jesus geht hin nach Jerusalem zu seinem Leid und redet von der Auferstehung. Und worüber streiten die Jünger? Wer die ersten Plätze hier in dieser Welt hat. Auch etwas, was zeitlos ist und immer wieder kommt. Und Jesus lässt sie sitzen und belehrt sie. Er belehrt sie einmal und sagt, wer euer Erster sein will, das ist gut, man muss Verantwortung übernehmen und darf dieses nicht scheuen, aber der soll wie euer Letzter sein. Und wer quasi Vollmacht hat, der soll euer aller Diener sein. Und dann ruft er ein Kind und stellt es in die Mitte. Das macht er öfter, aber diesmal nicht, um zu sagen, seid wie die Kinder, nämlich in diesem Grundvertrauen zu Gott, eurem Vater, sondern wer dieses Kind aufnimmt. Und damit gibt er der Kirche natürlich einen ganz großen Wegweiser. Ihr habt euch um die Kleinen, um die Schwachen, um die Bedrohten zu kümmern. Genauso
wie es im Alten Testament im Licht gewesen ist und sie diesem Gerechten vorgeworfen haben und gesagt haben, der Schwache ist zu nichts nützen. Nein, im Geiste Gottes ist der Schwache gerade das Wichtige und der Starke. Und hat nicht die Kirche sozusagen zwei Aufgaben heute in besonderer Weise? Sich ganz einzusetzen für das Schwache in dieser Welt, in jeder Form, ausgegrenzt aus der Gesellschaft, aus diesem oder jenem Grund. Auf der anderen Seite aber die Botschaft vom Jenseits und vom Auferweckten nicht zu verschweigen. Aber nicht drohend, dass dort einmal etwas vergolten wird oder vielleicht auch bestraft wird, sondern um diese Sehnsucht zu wecken auf das, was aussteht, dass wir nicht auf Ende und Verwesung hingehen, sondern auf Vollendung. Und dass wir eine Arznei haben, die uns stark macht, auch das Schwere in dieser Welt zu ertragen, weil wir wissen, dass das Ende, die Vollendung bei Gott selber ist. Möge doch die Kirche eine Trösterin werden in aller Trauer, in aller irdischen, aber auch zu zeigen, wo es hingeht in diesem Leben. Und wenn sie Gott so nahe ist und sein Wort verkünden kann, dann soll sie ein Wort der Frohbotschaft verkünden. Aber eine Frohbotschaft, die auch beim Tod nicht endet, sondern sogar hinübergeht und etwas von der Freude kundtut, aus der Christus zurückgekommen ist, den der Vater auferweckt hat. Und in ihm werden auch wir alle einmal auferweckt. Kirche nach dem Konzil, Kirche heute, was ist geschehen und was müsste noch alles erfüllt werden? Amen.